Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Meine Damen und Herren, willkommen auf dem Dampfer nach Irving. Mit mir dabei, Captain Anaholic. Ja, moin. Arr. Arr, und willkommen an Deck. Gleich, dran. Gleich mach mal ein Zauberstück, das wir wohl führen. Gleich sind alle Passagiere weg und das Schiff neu. Die Rigi. Die Rigi. Na komm, zum Halt, gute Rigi. Und? Quatscht aber auch, ey. Flup. Bong. Bong. Schnell umgedreht. Ist da Katapult oben drauf? Nee, das ist komisch. Feuer frei! Werden so die Leute hingeschleudert. Ja. Nächster Halt, Los Angeles! Wir haben eine Methode entwickelt, wie wir den Passagierwechsel noch schneller vollziehen können. Das Katapult. Autsch. Sehr schön. Chuchu. Ernsthaft Chuchu beim Schiff? Schiff, Schiff. Was fahren gerade in Irving so? Sind das noch die uralten? Oder die könnten wir tatsächlich mal durchtauschen. Oder wir lassen die so als die uralten Irving so am Ende der Irving Berlin. Am Ende der Zivilisation. Da waren noch die uralten. Sind das die erste Generation oder die zweite? Das ist allererste Pferdekutsche. Geil. Ja komm, das müssen wir lassen, oder? Ja. Ich würde dann aber ganz ehrlich, zumindest vielleicht. In LA? Scheu jetzt auch klingt, aber zwei von diesen alten noch auf die Strecke draufpacken. Zwei von weil alten. Es werden auf Dauer werden es immer mehr Passagiere nur. Die Pferde immer älter. Das auch. Ja, wenn das noch geht, ja, Pferdekutscher. Okay. Da gibt's keine Möglichkeit, das dritte dazu zu holen? Welches dritte? Ich dachte, es gibt schon drittes. Nee. Okay. Der Dampflastwagen kommt wohl bald. Der ist nur für Güter. Zwei oder drei? Ja. Zukunftssicher. Zukunftssicher. Wir werden sie zwar nie upgraden, aber sie sind definitiv zukunftssicher. Bevor es gar keine Pferde mehr gibt. Und die Pferde aussterben. Ich weiß gar nicht, wie ist das eigentlich? Können die hier irgendwann an Altersschwäche sterben? Ich glaube nicht, ne? Ja, man kann sie auf. Nee, aber man kann sie nicht mehr nachkaufen dann irgendwann. Ja. So. Eigentlich auch unlogisch, weil die Pferde gibt es ja immer noch. Und es gibt ja immer noch vereinzelt so Touristen, Pferdekutschen. Bla. Bla. Touristen, Pferdekutschen, bla. Wer kennt's nicht? Boah, wie sich die abmühen da. Alter, gefühlt ist jeder Fußgänger 10-mal schneller. 5 km/h. Als dieser Bus. Guck dir mal an, die Pferdekutsche jetzt im Vergleich zum Fußgänger. Wie schnell geht heute. Susan Wilson? Steht gar nicht da, leider. Doch, wenn du sie anklickst, also wenn du die ihre Personenkamera anklickst. Da? Nee, das ist der Pferdekutschen. 3 km/h. Und die oh, so. Oh, das ist schon brutal. Oh Gott, die haben Pferde. Ob die eine lange Lebensdauer haben? Ich hab keine Ahnung. Ich meine, wir können es ja zumindest hier durchtauschen in der Stadt. Gerade bei dem Bergauf. Ich würde es definitiv vorschlagen. Also wenn die Pferdekutschen dreimal so langsam sind wie ein Fußgänger, dann macht es auf Dauer keinen Sinn, die da zu belassen. Ich würde halt nur gerne echt so eine Retro-Dingens lassen. Das ja, Irving. Irving, ja. Lassen wir Irving. Weil Los Angeles, das klingt schon auf was anderem. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Bus Los Angeles, Fahrzeugersatz. Ja, da geht's. Nur beim Schiff nicht. Da schlagt er mir nur die Passagiere vor.
Der Tom. Zitzt. Doch, habt ihr aber ganz schön gefuscht bei eurem Spiel. Nein, Scherz. Das ist ein Top-Spiel, muss man echt ganz ehrlich sagen. Ich habe da so viele Stunden drin verbracht und immer noch am Verbringen. Gutes Deutsch. Immer noch schon verbringen hier. Ich verbringe immer noch viele Stunden damit. Klingt das akkurat genug? Voll akkurat. Ich kaufe nochmal zwei, wenn das akkurat ist. So, ja? Was hast du letztens? Ich glaube nochmal 30 Mods dazu gepackt. Boah, okay. Alles nur mit Fahrzeugen, weil ich bin mittlerweile ja im Jahr 2070 oder so irgendwo angelangt. Geil, Anno 2070. Anno 2070, das stimmt. Verdammt. Aber ja, irgendwo in diesem Zeitraum bin ich und da gibt's halt keine neuen mehr. Da muss man sich jetzt diese ganzen Zukunftsautos zulegen, damit das irgendwie noch halbwegs plausibel passt. Mhm. Guck, warte mal, schauen wir mal, wie schnell die jetzt fahren. 6 km/h, guck. Yes, oh, ich schaff das. Gleich so rückwärts. Ich schaff das. Tot. Rollen gleich wieder rückwärts. Oh Gott. Wäre eine Trampe schneller? Wenn die Trams grundsätzlich schneller sind, ja. Die mit der Oberleitung? Kannst du ja mal gucken. Ja gut, das sehe ich ja nicht, oder? Ja, wenn du eine kaufst, also du musst halt nur zu einem Tram-Depot irgendwo hingehen von uns. Hunting ja gut, aber jetzt. Aber gut, ich sehe ja hier die Leistung vom Pferd und sehe doch, dass das Pferd... Warte mal. Sehe theoretisch, dass das Pferd wie viel? 18 km/h drauf hätte. Ja, wow. Aber ich weiß halt nicht, wie viel es darauf drauf hätte. Doch, das eine Tram. Klick mal ein. Ein Tramdepot an? Nee, ein Pferd, was den Berg rauf fährt. Was ist mit meinem Handy? Es ritt hier rum. Okay, der Wolf hat 16 km/h. So. Jetzt sind wir bei 4. Jetzt dürftest du noch mal ein bisschen an Fahrt aufnehmen. Ding, 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 und jetzt gleich wieder. Was meinst du? Wie kriegt man das raus? 3 km/h. Also, Alter. Was meine ich hier? Jetzt klick mal bitte einen dieser Freckles im dunklen oder. Ja, in dem dunklen Anzug an. Der geht ja auch bergauf. Und jetzt geh mal in dieses Video. Nee, der geht bergab. Achso, das stimmt. Der dunkle geht bergauf. Jetzt klick da mal drauf. 8. Der geht. Ist doch ganz logisch, oder? Absolut, klar. Hier, nimm das Pferd. Jetzt kreuzt am besten oben noch, dass die Pferde in der Schräge noch warten. Aber gut, jetzt kommt der Moment, wo er gleich überholt wird. Pferd Nein. Wieder so, nee. Demnächst. Wir sehen uns, Loser. Fast. Jetzt ist es gleich soweit. Und jetzt ist wieder. Fast. Devin gegen Straßenfahrzeug 134. Fight. Das Gefühl, gleich kommt eine Haltestelle, da bleibt das Ding gleich ganz schnell. Guck mal, da hinten kommt schon die nächste. Ja, weiß nicht, also Tram? Nein, ich überhole euch gerade wieder. Der ewige Kampf. Ey, Tram, man müsste halt mal vergleichen. Weiß man halt nicht, hier, oder? Klick mal hier bei Straßenfahrzeug 134 auf Details. Jetzt ist Entschuldigung. Ja? Auf Details. So, das Ding hat eine Leistung von 2 kW. Das ist ja dann auch immer so ein bisschen die Beschleunigung und die Kraft, die dahinter steckt, um in Kurven und ja. Bergen bergauf zu kommen. Wir können jetzt mal gucken, was eine Tram... Was der Devin hat Kilowatt? Mehr wahrscheinlich. Alter, die Bar
Bahnhöfe, ey. Okay, ja, guckt mal gar nicht besser drauf. Okay, schauen wir mal, Lexington. Tramdepot. Tram kaufen. 35 Kilowatt. Es könnte sich lohnen. Definitiv schneller schaffen. Sollen wir das machen? Ja, oder? Ja. Wir brauchen sie eigentlich nur nachbauen. Ja. An sich gefällt es mir noch ganz gut, so von der Aufteilung. Wobei in die Mitte halt nichts kommt, aber... Ja gut, wir decken einmal außenrum alles ab. Sonst wird man da durchfahren vielleicht. Aber dann decken wir oben, da geht's ja nach oben, geht's ja noch raus. Dann kommen wir da wieder nicht hin. Aber das wird man aktuell halt abdecken, noch. Oder? Was meinst du? Oder lassen wir so. Decken wir theoretisch derzeit auch noch ab. Ja, stimmt, eigentlich decken wir alles ab im Moment. Gut, dann lassen wir's. Also es ist halt irgendwann, musst du da überlegen, entweder eine zweite, vielleicht eine Buslinie, die dann einfach in der Mitte irgendwo mal rauf und runter kreuzt, aber an sich ist das Gebiet derzeit zu klein für zwei Linien. Hier passen keine zwei drauf. You shall not pass. Zwei drauf. Zwei drauf. Auch wenn es schon sehr lustig ist damit, wie sich die Pferde abrackern. Es sieht schon geil aus, wie die fast scherben und sich da hochdrehen. Greenpeace weggucken. Du baust jetzt auch mit Oberleitung? Ja, okay. Ja. Dachte, ich frage nochmal, bevor es... Ich frage für einen Freund. So, sollte passen. Jetzt hat auch das theoretisch Depot. Die auch gleich asphaltieren, oder? Ja. Weil auf den Sandstraßen kommen wir eh nicht auf über 20, glaube ich. Mach gleich Tramgleis elektrifiziert, ja, oder so. Auto? Ein Auto muss auch gehen. Warte, wie meinst du elektrifiziert? Ja, also es müsste da etwas Auto an, es müsste es jetzt eigentlich auch genommen haben. Ach so, das meinst du, okay. Gut, aber die habe ich jetzt gerade eh automatisch verlegt. Ja, danach hast du dann halt aber eine Straße gelegt, wo nicht direkt... Aber es ist drauf, man sieht sie ja noch. Ja. Okay. Aber man kann auch mal gucken, der Hafen war zu Anfang in einem Gebiet, wo null Häuser in Reichweite waren. Also Los Angeles hat sich richtig zum Hafen hin gut ausgebaut. Mhm. Weil das ganze Gebiet da unten war nämlich leer. Deswegen haben wir da unten nämlich so eine separate Haltestelle mit Straße hingezogen. Das ist jetzt schon alles neu da unten. Stimmt, ja. Auch glaube ich, wenn man da jetzt reinschaut in meine Lieblingseinstellung, ja, sieht man, wie sich es daher entwickelt. Mhm. Da oben halt so ein bisschen. Das ist halt einfach, da leben die Noblen da auf dem Berg oben. Genau. Wobei man eh dann, ja, weiß nicht. Würdest du eher, bist du eher ein Hafentyp oder eher ein Bergtyp? Also. Wo würdest du leben, wenn du in Los Angeles leben würdest? Also in diesem Los Angeles würde ich tatsächlich eher den Berg bevorzugen, weil unten bin ich dann eingeschleust dadurch, dass oberhalb von mir Industrie ist und unten die stinkenden Dieselschiffe. Ich weiß nicht, wie angenehm das dann noch ist, obwohl man dann zwar Plätschergeräusche hat, aber zwischen zwei Nebelschwaden, nee. Geht besser. Aha. Okay, gut, dann machen wir mal ein Depot. Depot? Da verklicke ich mich immer, wie es auch schon gemerkt haben. Immer wieder. Hier zwischen Straße und Bus. Ja, wo willst du das denn setzen? Ja, irgendwo da. Und, ja. Ich würde es da oben, wo das Busdepot ist, tausch doch einfach das Busdepot damit aus. Oder setz es da gegenüber oder so. Hm.
Sehr schön. Wie war das nochmal mit den Oberleitungen? Das hat er geschnallt, okay. Diesmal hat er es gecheckt. Juhu. Sehr schön. Gut. War auch nicht möglich. Na, passt. Gut. Wie viel hätten es denn gerne? Das Gute ist, die Haltestellen brauche ich jetzt nicht neu hochziehen. Ne, die sind universal. Ich muss halt nur trotzdem eine neue Linie machen. 3, 4, 5. Also wir haben derzeit 5 Busse. Oder? Linie muss ich neu machen. Nein. Okay. Du musst sie umbenennen. Von B in T. Okay. Und das dann beim Fahrzeugersatz. Das ist Irving, deine History-Linie. Danke. Bitte. Aus Los Angeles. Wenn ich jetzt den Fahrzeugersatz mache, erkennt er das? Nee. Na. Nee. Ja, Anno, so viel dazu. Ja, dann schickt die Fahrzeuge auf der Linie halt zurück und weist die neuen Trams der Linie halt zu, weil, wie gesagt, die Straßenbahnschienen, die Oberleitung und die Haltestellen sind ja da. Das heißt, ins Depot schicken und verkaufen. Jo. Es gehen gar nicht viel Fenster auf. Nein. Aber was ich echt cool fand, ich meine, das Spiel war uns ja am Anfang, also das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, aber wir hatten es vor der Aufnahme kurz gesagt, das Spiel hat an sich einen sehr langen Ladeprozess. Jetzt nicht das Hauptmenü, aber vom Hauptmenü in den geladenen Spielstand hat einen sehr langen Ladeprozess. Und je mehr ausgebaut ist, je mehr Fahrzeuge unterwegs sind, desto länger dauert das auch. Also bei mir sind es bei meinem Spielstand, glaube ich, mittlerweile, keine Ahnung, gefühlt 6-7 Minuten das Laden von den Dingen. Ja, krass. Was aber gut ist, hier in-game, außer dass mal so ein Autosave ist, passiert aber nichts. Und was auch ziemlich gut für die, also wo sie sehr viel Arbeit rein investiert haben offensichtlich, ist ja, dass du mehrere Fenster von verschiedenen Linien und Fahrzeugen offen haben kannst, die parallel in separaten Fenstern dargestellt werden können. Und zwar live zu dem, was da gerade passiert. Das stimmt, ja. Bist aus wie Geisterdinger, da ist nämlich kein Fahrer drin, aber. Du bist ja schon selbstfahrend. Autonomes Tram, das ist die Zukunft. 1895. Da war gerade auch die alte Pferdekutsche, die müht sich noch rauf. Und jetzt wirst du gleich sehen, wie es abgeht da. Da der Berg rauf, 25 km/h. Da kommt der Devin immer mit. Ne. Die rasen da durch. 18 km/h hatte mal. Es ist immer noch wesentlich schneller als Die der Zukunft ist angekommen in Los Angeles. Der Vorteil ist ja auch, je schneller die Linie ist, desto attraktiver ist sie für die Leute. Ja. Es gibt ja Leute, die bevorzugen schnell und andere bevorzugen irgendwie effizient oder so. Ja, genau, ich weiß. Billig. Schnell und billig. Trevor ist billig, sehr viel schnell. Dabei ist er zu Fuß unterwegs, aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern, wenn er sieht, boah, wie geil ist denn da die Bahn. Preise kann man leider nicht ändern. Nee, die sind vorgeschrieben. Huch. Da hat sich doch gerade was hergebaut. Was fällt dir mal? Aber hier in der Mitte von Los Angeles ist es echt schon hoch, ne? Gegen Ende geht's auch wieder komplett runter. So, echt merkwürdige Stadt. So, wir sind hier ganz hoch oben auf dem Berg. Ich würde sagen, hier fangen wir an, unsere Siedlung zu bauen. Du baust dich nach rechts unten, ihr baut euch nach links unten, ihr baut euch nach geradeaus unten und alle anderen hinter mir nach unten. Als Kind hat man da sicher seinen Spaß, oder wenn es schneit oder sowas, so Schlitten und dann runter.
Und unten die alte Oma zusammenschieben. Komm, was halt unter uns Gebetsbrüdern, für den nächsten Transport-Fever-Teil bitte Tag-Nacht-Wechsel und Jahreszeiten. Wechsel. Mit Schnee. Und da wollen wir Weihnachtsbäume an den Straßen. Ja. Gibt sicher auch einen Mod, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Okay. Komisch, die Stadt baut sich gar nicht in diese Richtung aus. So verrückt sind sie dann doch nicht, oder? Oder ja, glaubst du, noch machen sie es irgendwann? Valvo, let's go! Warte. Oder glaubst du, machen sie es irgendwann? Irgendwann machen sie es tatsächlich. Auch über diese vorgegebene Brücke, die da links schon ist, das kommt tatsächlich automatisch. Also 2030 ist es bei mir meistens. was ist denn das für ein Alarm, den wir da oben rechts eigentlich noch anhaben? Was ist da los? Luis will Ölraffinerie, wieso? Also warte. Versuche noch mehr Einheiten abzutransportieren. Ernsthaft, Freunde? Keine Warnung mehr, was? Okay. Das war schon. Na dann. Ja. Da ist ein bisschen was los. Obergrenze 400. Das war, glaube ich, schon auf 400. Das ist jetzt auch auf 400. Wenn ihr noch vor ein paar Folgen wisst, wie es damals ausgeschaut hat. Ja, ich bin der Meinung, dass das Quadrat hinzugekommen. Das war nämlich eher erst nur links. Und jetzt sind links diese Fässer und Pumpen hinzugekommen. Pimp my Pump. Genau. Ist auch eine schöne verpackte Anzeige. Siehst du das hinten bei den Fässern? Was denn? Ja, das kommt, weil abtransportiert wird und gleichzeitig aber dazu produziert wird. Aber immer so, wupp. Container hier, Container da, Container weg, also Fässer hier, Fässer da, Fässer weg. Genau, sobald eine Anzahl X an Fässern, also an einzelnen kleinen Fässern dasteht, wird daraus ein Silo. Das ist wie so 1, 2, 3, 4 Querbalken 5. 1, 2, 3, 4 Querbalken. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Die Fahrzeuge nehmen aber nicht unbedingt in der Reihenfolge, wie zuletzt dahingestellt wurde, die Fässer mit, sondern querfeld ein. Das heißt, es passiert dann mal, dass irgendwie aus Reihe 1, Silo 5, irgendwie 5 Fässer weggenommen werden und dann springt das da kurz weg. Aber ja. Dankeschön. Immer gern. Matuholik. Matuholik. Oh Gott. Ja, was machen wir mit der Kleinen? Mit der Kleinen? Das könnten beide wieder vertragen, dass wir 5 weitere bauen oder so. Wie alt sind die Fahrzeuge da drauf jetzt? Wie sind die Abdeckung gerade? 72%. Eigentlich ganz gut. Wie alt sind die Fahrzeuge? Warte. Klick einfach das Depot. Also du brauchst. Ich weiß gar nicht, warum du es immer so kompliziert machst. Klick einfach diese LKW-Parkplätze an. Und dann kannst du die Linie direkt wählen. Dann musst du nicht erstmal über den Liniensuchding gehen. Ah. Aha. Danke. Fahrzeug 12 Jahre, 9 Jahre. Okay, dann würde ich sagen, komm, Fahrzeugersatz, wir machen da jetzt die Dampf-LKWs drauf. Stimmt, die gibt's ja auch schon. Dampf-LKWs mit Rohöl. Du bist auf der Rohöllinie. Rohöl. Sofort ersetzen. Alter, wir haben 12 Millionen. Geht gut voran, ne? Ja. Fahrzeugersatz, Güter, Dampf und da machen wir Treibstoff. Sofort ersetzen. Jo. Trotzdem noch mehr kaufen? Ich würde es erstmal dabei belassen, weil jetzt sind sie noch schneller und nehmen nochmal eine Einheit mehr mit. Vielleicht langt das erstmal zum Abfangen. Können ja mal die Fahrzeuge beobachten, wie die aussehen. Ich habe die gar nicht mehr im Kopf, das ist so lange her, dass ich die gesehen habe. Oh, sie sehen ja süß aus. Plumps.
Pferdegulasch noch so im Anhänger drin. Die sieht aber echt ein bisschen komisch aus. Fuhr das echt damals rum? Ich habe keine Ahnung, vor allem mit Dampf. Das ist umweltfreundlicher als der Scheiß, den wir heute haben. Sieht ein bisschen einfach seltsam ein bisschen aus. Wasserdampf verbrennen. Okay, man hat wahrscheinlich Kohle genommen als Antrieb, um Wasserdampf zu erzeugen. Oder also, keine Ahnung, oder Holzbriketts. Aber geben gut Gas, die Kleinen. Ja. Machen auch ein ganz anderes Geräusch. Komischer. Ja! Okay. Ja, wundere mich jetzt aber echt, macht dein Auto, wenn du es morgens anschmeißt, nicht auch so. Ja. Genau, Anno. Nicht? In Österreich. Schön. Ja, wo du gerade speicherst, wir wären eigentlich knapp vor Folgenende. Wir sind bei 25 Minuten. Ja. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, wie sich unser Städte so entwickelt hat bisher. Mhm. Mhm. Das ist ein Name. Boah, Alter, 700. Alter, Winterfell hat Louisville überholt. Winterfell geht aber ganz schön ab. Na ja gut, ist ja auch so der. Da tummelt sich alles. Überholt auch noch demnächst Louisville. Das ist auch nicht mehr viel. Vor allem, die sind mal mit 200 gestartet, ja. Wie groß die mittlerweile geworden sind. Mhm. Also beim nächsten Mal müssen wir echt die Züge upgraden. Das wird horrend Zeit, wenn ich diese gelben Männchen da sehe. Was wir da an Potenzial stehen lassen. Mhm. Ein Torrent teuer. Das Schlimme ist ja, das schlägt sich ja irgendwann ins Negative um. Wenn zu lange die Leute nicht abgeholt werden, dann fahren sie erstmal wieder nicht Bahn, sondern steigen wieder aufs Auto um. Die schnellen, die billigen nicht. Oder? Kann auch ja sein. Aber schon, sogar Irving hat sich mittlerweile hier an Portland vorbei gemogelt. Ja, geil. Das sind alle, die wir bisher, glaube ich, angeschlossen haben. Müssten sein, und oder? Die wir mit Waren versorgen und die wir mit... Dass sich die entwickeln? Entwickeln sich, das ist komisch. Ja, hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ja, aber sogar Irving mit den kleinen... mit den Dingens da, mit den Pferden. Also den Plot-Twist habe ich jetzt aber nicht kommen. Aber schau, die Pferde haben sie auch gut, weil das ist wirklich eine schöne, flache Stadt hier, Irving. Ja. Nicht so wie da hinten. Die waren nur einmal im Kreis. Das sind ja nur, was sind das, 4 Haltestellen? Fünf. Mit topmodernen Straßen. Sehr pferdefreundlich. Eine reiche Stadt Irving, die hat sich jetzt schon leisten können, alles auszubauen an Straßen. Krass. Es wird das neue Mekka. Ja, von der Linien. Gucken wir mal ganz kurz auf die Frequenz. Wenn man mal auf Alter klickt, dann sehen wir mal, für welche Linie wir dringend überarbeiten müssen. Die ganzen Bahnen. Und die sind auch alle voll. Mhm. Teilweise nur eine 25 Personen gehen hier. Was ist denn da los? Oh mein Gott, haben wir. Ach nee, das sind die Buslinien. Okay, vergiss es. No, good, no. Aber wir können auf jeden Fall wieder neue Bahnen kaufen. No. Und bei den Bussen. Irving, ihr passt. Dass Dilexifie keinen Gewinn macht. Und Getreide eigentlich auch nicht viel. Ja also gut, die eben mal ja, aber die haben wir gerade ersetzt, vielleicht deswegen. Dass sie gerade ab... Das heißt gerade, dass die haben wir mal vor 2 Jahr. Folgen zu Pferden, also Pferde 2 ersetzt. War das schon vor 2 Folgen? Ja. Okay. Louis, wie könnten wir auch mal upgraden? Die Busse hier mit den 22 Jahren und Winterfell. Ja gut, das sind aber schon die modernen Postkutschen, da gibt es nichts Neueres. Das sind... Oh. Okay. Echt, da gibt's noch nichts Neues? Stimmt, ja. Na, okay. Dann müssen die halt noch durch. Das Schlimme ist, eigentlich müssten wir... Ich meine, es sieht jetzt schon sehr wuselig in der Stadt aus, aber eigentlich müssten wir tatsächlich... Also ich würde sagen, locker noch 3 weitere Postkutschen einsetzen, weil es bleiben aus meiner persönlichen Sicht zu viele Leute an Haltestellen stehen, weil eigentlich... Nahezu ist an jeder Haltestelle 1-2 Busse treiben sich rum, aber sie schaffen es gar nicht, diese Masse noch zu bewegen. Mhm.
Die Frage ist, warten wir jetzt ab, dass demnächst mal irgendein Bus kommt, der mal mehr als 5 Leute gleichzeitig transportieren kann? Müsste ja bald. Ja. Ja, die Güter haben auch schon geupgradet. Müsste eigentlich bald dran sein. Das Schlimme wird, sag ich mal, wenn die Züge nämlich upgraden, dann geht's richtig ab. Also dann kommen da auf einmal 200 Leute aus dem Bahnhof rausgelatscht und dann steht da so, hallo, ich bin heute Ihr Busfahrer. 5 Leute können mit. Wir sind 200. Ja, die nächste kommt gleich. Prügelt euch drum. Da tragen sie langsam den ganzen Berg ab. Da bleibt am Ende nichts vom Berg mehr übrig, tatsächlich. Auch nicht so schlecht. Das erledigen die Bewohner für uns. Ja, na gut. Dann haben wir da mal wieder reingeschaut. Nur? Gleich wieder weg schon. Los, weg. Warte mal, das hier möchte ich nochmal anpassen. Ach, in der Straße. Danke. Jetzt kommt ein neues Schiff, oder was? Jetzt kommt ein neues Schiff. Wir haben doch erst ein neues. Muts wie du verwaschen. Die Klondike. So. Gut. Das sieht aber aus wie das klassische Mississippi-Dampfer-Ding, oder? Stimmt, ja. Bling! Sehr schön. Noch ein paar mehr. Ah, krass. Ja, ihr seht schon, unser Projekt für die nächste Folge. 16 Millionen haben wir zur Verfügung. Und jetzt, liebe Leute, denkt nochmal drüber nach. Wir haben gerade mal 4 Städte im Bahnnetz aufgenommen. In näherer Umgebung. Das Ganze mal, keine Ahnung, wie viel steht da diese Karte? 50? Lass uns lieber eine Bahnmitfahrt beobachten, das ist spannend. Ja. Naja, schon ein paar, sagen wir 30 oder so. Ja. Moreno Valley, ihr schafft es auch noch. Die betteln sich die ganze Zeit mit Grant. Grant oder nicht Grant Freri. Sacramento hat gerade mal ein mehr. Auf den sind sie stolz. Wenn der stirbt, dann ist alles am Arsch. Modesto auch gar nicht so groß, die was wir als nächstes verbinden wollten. Oder mal überlegt gut, aber hatten. Lexington war auch nicht wirklich groß und Irving war auch nicht wirklich groß, als wir mal angefangen haben. Nur Modesto bietet sie an, dass wir sowohl Nahrung als auch gleich eine Bahnverbindung. Ja, dann hätten sie gleich alles. Ja. Ja, na gut. Dann danke Nano fürs Dabeisein. Und euch natürlich auch. Ja, wupp, wupp, auch an euch. Wupp, wupp. Ja, nächstes Mal gibt's neue Chuchu. Dann danke fürs Chuchu schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.